Steuerfahndung, BKA und Bundespolizei erschienen heute Morgen gemeinsam am Frankfurter Hauptsitz des DFB. Ermittelt wird gegen ehemalige und aktuelle Verantwortliche. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt teilt mit. Ihnen wird zur Last gelegt, Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußballnationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015 bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt zu haben. Es geht um 4,7 Millionen Euro Steuergelder, die der Deutsche Fußballbund umgangen haben soll. Der DFB kalt erwischt, so wie Präsident Fritz Keller, der heute eigentlich in anderer Angelegenheit der Bundespressekonferenz zugeschaltet war. Wir werden alles allumfänglich unterstützen. Ich bin angetreten für volle Transparenz und ich bin für Aufklärung, um einfach eine saubere Zukunft für den Fußball zu haben. Für den Zeitraum von 2014 bis 2018 hatte der DFB die Rechte zur Vergabe der Bandenwerbung an die Schweizer Firma Infront verpachtet, soll aber Einfluss auf die Auswahl der präsentierten Sponsoren genommen haben. Somit hätten diese Pachteinnahmen versteuert werden müssen. Aufklärung auch von Seiten des DFB ist jetzt ein Muss, sagt Silvia Schenk von Transparency International. In einem solchen Verband mit dem Finanzvolumen, was da bewegt wird, mit dieser schwierigen Struktur Haupt- und Ehrenamt, sind das natürlich nochmal besondere Herausforderungen und da muss man sich voll drauf konzentrieren. Und vielleicht hätte der DFB an manchen Stellen etwas zügiger diese Bereiche aufarbeiten müssen. Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, droht dem Deutschen Fußballbund der nächste große Steuerskandal.